So, was haben wir denn jetzt alles hier gemobst? Wir haben. Ja, haben wir das Handproblem jetzt hier gelöst? Scheint so. Jo! Elaine, ich komme! Oder vielleicht nicht. Na toll. Warum? Oh, guck mal hier. Die heutige Wettervorhersage verlangt nach LeChucks Pocken, die vom Gelato-Felsen herströmen, kombiniert mit Flotsams andauernd dürftigen Winden, um einen Miststurm Kategorie 5 zu erzeugen. Ich bin zurück. Hi, das sehe ich. Ich will Sie nicht weiter von Ihrer Schickimicki-Glasblaskunst abhalten. Hi, Schickimicki. und ich lass dich gehen, damit du andere plagen kannst. Schickimicki. Ach, guck mal da. Doc? Oh, Sie sind's. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Es sei denn, Sie möchten Ihre Hand freiwillig den Fortschritten der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Nein. Kein Zwang. Warum hast du eigentlich so großes Interesse an meiner Hand? Weil offensichtlich die Krankheit, die sie durchströmt, eine vollständig neue Lebensform ist, die eigenständig Bewegung erzeugen und totes Gewebe übernehmen kann. Nicht dein Ernst, oder? Das ist ja so. Halt, sagtest du eben etwas von totem Gewebe? Meine Hand ist nicht tot. Sie bewegt sich, manchmal ganz von allein. Und genau das macht es ja so faszinierend. Eine scheinbar abgestorbene Hand, die sich ständig bewegt, als würde sie von einer fremden Kraft angetrieben. Man stelle sich nur die Möglichkeiten vor. Echt seltsame Puppentheater? Weißt du, es gibt noch andere kranke Piraten, die auch mit dieser Krankheit infiziert sind. Warum trennst du nicht denen die Gliedmaßen ab? Das habe ich. Aber Ihr Fall ist ganz außergewöhnlich. Ich muss diese Hand haben. Wie wär's mit. Nein. Das werden wir ja sehen. Ich glaube, der führt was im Schilde. Was machst du hier? Gibt es denn keine leicht verletzten Piraten mehr, die du verstümmeln kannst? Ich untersuche diese wunderbar klebrigen grünen Wolken, die sich über Flotsam Island versammelt haben. Tschüss. Au revoir. Einstweilen. Einstweilen. Okay, den lassen wir mal in Ruhe. Ein energischer Blick, den Guybrush hat. So, was haben wir denn jetzt? Wir müssen hier. Oh, warte mal, wer ist der? Krustiger Pirat. Hallo, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Es ist Hemlock. Hemlock McGee. Ah, du! Ich? Konntest wohl den alten Hemlock nicht mit seinem Grog und seinen zerronnenen Träumen in Ruhe lassen? Was? Haben die Winde auch dich auf Flotsam Island stranden lassen? Ei, ich habe versucht, hinter das Geheimnis dieser verrückten Seefiere zu kommen, seit ich hier an Land gespült wurde. Ich fand sogar eine antike Schriftrolle, die mich hoffen ließ, Antworten auf alle meine Fragen zu finden. Nein! Ei! Aber ich wollte einfach nicht dahinter kommen. Das hat mich dermaßen frustriert, dass ich eine dieser Statuen in den Dschungel kickte und mir dabei den Zeh anstieß. Als ich dann zu diesem Metzger Desage kam, nahm er mir das ganze Bein ab. Echt hart. Aber ohne zwei gesunde Beine war es vorbei mit dem Erkunden. Also hinkte ich in den Club 41 und baute eine langfristige Beziehung zu einem Grogfass auf. Was? Kann ich die antike Schriftrolle mal sehen? Leider nein, Skipper. Eine abgetakelte Hexe knöpfte sie mir bei einer Pokerpartie vor einigen Monaten ab. Wird ihr allerdings nichts bringen, ohne mein Eye of the Manatee. Klasse. Kann ich es ausleihen? Warum im Namen von Neptuns Nietnägeln würde ich dir dieses unschätzbare Artefakt einer lang verschollenen Zivilisation ausleihen?
Ich dachte mir, dass ich dein Werk fortsetzen könnte, um für diese Beine-weg-Sache Abbitte zu leisten. Also gut. Ich kann's ohnehin nicht mehr verwenden. Danke, Hemlock. Ich verspreche dir, dass du das wahrscheinlich nicht bereuen wirst. Wahrscheinlich. Hat er noch was zu sagen? Da war doch noch viel mehr Dialog. Was willst du wissen? Warum bist du denn nicht im Club 41 und machst es dir mit deinem Grog gemütlich? Weil mich diese untreuen Kanonenstopfer rausgeworfen haben! Warum? Der Club hat eine eindeutige keine Füße, nichts zu trinken Regelung! Deine Kommentare machen es nur noch schlimmer. Ich habe deine Schriftrolle, aber ich werde einfach nicht klug aus ihr. Das ist eine wirklich harte Nuss, nicht wahr? Hast du einen Tipp? Stoß dir bloß nicht den Zeh irgendwo an. Okay, warte mal. Bis dann. Ja, egal. Ja, egal. So, pass auf. Wir benutzen mal das Ding mit... Das sieht vielversprechend aus. Okay, ich nehme wieder mein Zaubergerät, was ich hier habe. Lass mal gucken. Von dem Altar Biene... So, ein Foto. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen... Biene, Wind... Biene, Affe, Wind... Oh Gott, was ist das da? Eine Blume oder so? Da müssen wir eine Blume reinwerfen. Ah, wir haben ja eine Nasenblume, haben wir, glaube ich, ne? Oh Gott, huch. Nein, nochmal, bitte. Ach so, jetzt können wir es so gucken. So, ich muss ja ein Foto machen hier, sonst nützt es ja gar nichts. Okay, ich glaube, das Thema können wir lösen. Warte mal. Fotos raus. Sehr schön. Wir müssen zum Altar. Das ist gut. Das kriegen wir hin. Altar. 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 Ha, ha, ha. So, Altar. Dazu müssen wir die Schriftrolle jetzt davor halten, glaube ich, ne? Gute Nacht, Lythander, und schlaf gut. Okay. Wir müssen zur Biene. Das sieht vielversprechend aus. Und dann müssen wir zum Affen. Und dann müssen wir zum Wind. Okay, das war nicht richtig. Wo ist denn da der Wind, Mann? Was macht der denn? So, Biene. So weit, so gut. Affe. Stellen diese Zeichnungen den Winter? Da?
Ich weiß nicht, was das Symbol sagen soll. Warte mal. Da ist gerade der Wind gefahren. Warte mal. Jetzt ist er nach links gefahren. Huch. Das sieht vielversprechend aus. Was? Hä? Wieso vielversprechend? Also nochmal, Biene. Wir fangen also immer von dort an, gut. Okay, das ist diesmal richtig. Wegen dem Brunnen. So, jetzt Blumen. Wir hatten da. Verflixt. Nochmal. So gut. Das sieht vielversprechend aus. So, das können wir jetzt so schon im Schlaf. So weit, so gut. Ja. So. Jetzt die Bienen. Das wäre theoretisch wieder zurück. Das sieht vielversprechend aus. Und dann wieder Wind. Nein. Verdammt. Oh. So weit, so gut. Dreck. Wir kriegen es heute noch hin. Sieht vielversprechend aus. Und was ist das Letzte, was ich tue? So, komm. Das sieht vielversprechend aus. So, da lang. Du musst nach rechts, ne? Weit, so gut. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt müssen wir links rum. So weit, so gut. So, jetzt sind wir an dem Dings dran und müssen wieder zum Richtung Wind. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Alter! Das sieht vielversprechend aus. So weit, so gut.
Halt, da lang. So, und jetzt wäre wieder Wind. Nein. Oh. Verdammt. Also rechts rum da. Das sieht vielversprechend aus. Naja, versuchen und probieren, ja, ne? Soweit, so gut. Das sieht vielversprechend aus. Ist denn das die Möglichkeit? Hä? Soweit, so gut. Oh, ich sehe es gerade. Ich zeig's gleich. Das sieht vielversprechend aus. So weit, so gut. Man musste mich drum laufen. Und jetzt die richtige... So, jetzt laufen wir verkehrt. Oh. Oh, Affendreck. Das sieht vielversprechend aus. Okay, jetzt aber. Wir haben dann nur noch zwei Möglichkeiten, wo wir laufen können. Eine 50-50-Chance, die wir natürlich richtig brechen werden. Versteht es mit dem Wind nicht so richtig. So weit, so gut. Bin ich denn gerade lang gelaufen? Unten oder oben? Ich weiß, ne, unten nicht, ne? Na, oh, Mist. Ah, oh, verflixt. Also oben. Oder? Das sieht vielversprechend aus. So weit, so gut. Ach, ich Idiot. Oh, ich bin wirklich bekloppt. Warte, wir kriegen es gleich raus. Das sieht vielversprechend aus. So weit, so gut. Pass auf. Und ich versuche raus... Oh, nee. Ne? Da lang. Oh. Wow. Oh, oh. Jemand kommt. Mann. Hätte nie gedacht, jemals wieder hier rauskommen zu müssen. Aber es wird eine vorübergehende Schwankung von Flotsams Wind wert sein, endlich Sriputs Hand in die Hände zu bekommen. Seine Hand in die Hände zu bekommen. Zu süß. Ach, guck an. Was war das denn? Und was ist hinter dieser Tür? Guck an. Vielleicht kann ich die Tür bewegen, indem ich diese riesige Kristallnase drücke. Nee,
Wir brauchen hier die Muschel. Können wir das Dings hier packen? Ich glaube nicht, dass ein YouTube hier nützlich wäre. Ah, YouTube ist also nicht nützlich hier. Wir haben aber nichts, was da... Antikes Portal. Seku, was ist das? Was für eine dumme antike Zivilisation betet schon Seekühe an? Oh, okay. Ach, hier ist die Türöffnung. Aber das haben wir noch nicht, ja? Ach, guck mal, da ist auch der Nebel. Also hier, die Pockendings. Das war die Voodoo Lady. Guck mal da noch kurz noch hin. Irgendwie lässt mich die Tatsache, dass die Voodoo Lady in der Hütte ist, nicht weniger schaudern. Ach so, ich wollte es eigentlich nicht angucken. Ich wollte die Tür aufmachen. Warum sagst du mir denn nicht, dass man mit Grog die Symptome der Pocken lindern kann? Grog? Grog wird LeChucks Pocken nicht heilen können. Damit wird es nur noch schlimmer. Wie kann denn Grog irgendetwas schlimmer machen? Jetzt mag deine Hand sich gut anfühlen. Aber wenn sie wieder erwacht, wird sie garstiger sein als je zuvor. Du hast was gegen Grog. Deswegen konnten wir auch den Dings benutzen, weil die Hand beruhigt ist, sie ist besoffen. Und wenn sie nicht mehr besoffen ist, wird sie halt richtig sauer. Oh, warte hier. Weißt du etwas über den Marquis de Singe? Ich vertraue dem Mann nicht. Und verstehen tue ich ihn schon gar nicht. Er hat versucht, mir die Hand abzutrennen. Das überrascht mich keineswegs. Wissenschaftler wie de Singe schrecken vor nichts zurück, nur um ein paar belanglose Rätsel zu lüften. Nur das Schicksal weiß, was er dieser armen Insel und seinen Bewohnern angetan hat. Ich habe Beweise entdeckt, dass de Singe die Winde von Flotsam Island manipuliert hat. Dann musst du es irgendwie schaffen, ihnen ihre alte Form zurückzugeben. Winde wie diese sind unnatürlich und müssen ihr Gleichgewicht wiederfinden. Das sagt Elaine immer nach einem Abendessen mit Tacos. Okay. Steh nicht auf, ich finde schon raus. Alles Gute, Threepwood. Nun gut. Die Uhrzeit sagt, es ist langsam ein bisschen Zeit. Es ist schön, eine schöne Erfahrung. Das Spiel ist lustig, macht Spaß. Machen wir weiter. Also beim nächsten Mal, die Tage. Hier ist jedenfalls Feierabend. Zumindest für heute. Morgen Abend schon mal als Vorwarnung Resident Evil 2. Und ja... Da machen wir den zweiten Weg mit, wie heißt sie? Nee, Claire nicht, doch, nee, Emily. Na, wie auch immer, mit der anderen, nicht mit Leon. Und, ja, nicht weiter und. Vielen, ja, Spriem, was auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen heute Abend. Wir machen, wie gesagt, morgen Abend weiter, wieder so ungefähr 21:30 22 Uhr irgendwo so den Drink, ne? Und ja, schlaft gut, träumt was Schönes, bleibt gesund, denkt dran, ne? Habt doch einen guten Tag bis dahin. Stressfrei. Am besten stressfrei und angenehm und überhaupt. Und bis dahin, euer Firefox.